send me steam morning for this. Oh Lord, the heart of the engine. Brown eyed girl. Hear my brown eyed girl. So, liebe Zuschauer, und damit kommen wir zum Start der Mission. Los ging's am 18. Oktober 2021. Roland, wie begann der erste Tag? Ja, es begann so, dass ich sehr wenig geschlafen habe. Ich war sehr nervös, bin dann sehr, sehr früh aufgestanden. Ja, ich musste einfach sehr viel noch herrichten. Ich habe natürlich nicht mehr alles kontrolliert, ob wirklich der Reifendruck alles passt. Ja, und ich war halt mega nervös. Ich wurde auch von meinen Freunden zu Hause noch überrascht, kurz vorher. Und dann ging es wirklich los, 7:50. Ich wurde dann eingeladen von der Gemeinde. Da waren dann die zwei Bürgermeister draußen gestanden. Der Pfarrer war da, hat mir den Segen gegeben. Und ich muss ganz kurz da vielleicht noch dazu erzählen, der Bürgermeister hat mir ein Geschenk gegeben. Das heißt einmal eine Radglocke, ja. Dann hat er mir ein Reparaturset mitgegeben und mir natürlich auch gesagt, dass die Hepper Gemeinde einen großen Teil spenden möchte, wenn ich die Tour schaffe. Ich bin in Ingolstadt angekommen an einer Kreuzung, da war die Glocke schon kaputt. Und wie ging es dann weiter? Ja, mit meinen zwei Kollegen, Freunden, sind wir dann direkt zum Mohrenkopf. Ja. Der erste Auftritt, mein Waldspruch, ich bekomme ihn heute nicht mehr zusammen, musizieren und natürlich Spenden sammeln. Natürlich haben wir auch ein Frühstück bekommen, also mir ging es am ersten Tag noch sehr gut. Dann habt ihr Ingolstadt verlassen und es ging weiter nach? Also über Weichering Richtung Unterringen. Also in Weichering ist auch ein Sponsor gewesen, der Vogelsang. Auch da haben wir dann nochmal ein Kaffeepäuschen gemacht. Aber dann ging es wirklich weiter Richtung Neuburg. Und zwar waren wir dann in einer Bäckerei, Kaltenstadler war das. Und das war sehr nett. Das war dann auch nochmal ein größerer Auftritt. Da waren wir dann nochmal eine Zeit lang, weil da sehr, sehr viel Andrang von Kundschaft war. Und dann habe ich dann natürlich nochmal musiziert und auch meinen Waldspruch abgeliefert. Und die Leute waren sehr, sehr begeistert. Und auch die Damen hinter der Theke. Und da wirklich ein großes Dankeschön. Die haben gesagt, okay, wir legen jetzt schon mal unser ganzes Trinkgeld zusammen. Das waren dann wirklich so um die 60 Euro und kam alles schon mal in den Sparstrumpf. So, dann ging es Richtung Donauwörth. Und kurz bevor du Donauwörth erreicht hast, ist aber dann was ziemlich Unangenehmes passiert. Ja, richtig. Das war eigentlich das einschlägige Erlebnis. Und zwar hatte ich genau da dann meinen Radunfall. Ganz kurz, ich bin immer ein bisschen zu schnell gefahren, meinen Kollegen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, sie nehmen mich in die Mitte, einer vorne, einer hinten, damit ich nicht mehr ausbüchsen kann. Und wir waren aber trotzdem sehr zügig unterwegs. Und sind dann über den Radweg, über eine Kuppe gefahren und über diese Kuppe runterwärts stand unten ein Auto und ein älterer Mann mit seinem Hund auf der Seite, mitten auf dem Radweg. Es war sehr problematisch, weil wir nicht mehr bremsen konnten. Ich bin nie vorab gefahren, weil eigentlich der Roland immer Vollgas durchgezogen hat. Und genau das eine Mal, wo ich vorab fahre, macht es auf einmal den einen Schepperer und ich drehe mich bloß um und sehe Ling, Gitarre irgendwo, der Roland irgendwo. Und da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, Tag 1 und es geht schon irgendwie der Schuss nach hinten los. Ja, scheiße gelaufen. Natürlich nicht gut, dass der da auf dem Fußweg gestanden ist. Ich habe es genau gesehen, du bist dann mit den Füßen halt nicht mehr raus. Die Füße nicht mehr rausgekommen aus den Pedale und hast da quasi das Knie verdreht. Mir wurde natürlich dann sofort geholfen. Der ältere Mann hat sich auch entschuldigt und ich habe eigentlich gehofft, dass es glimpflich ausgegangen ist. Und wir sind auch gleich zeitnah gleich weitergefahren. Ich habe mir gedacht, das passt. Aber leider nach ein paar Minuten habe ich dann schon gemerkt, okay, da passt was doch nicht. Und wo hat es nicht gepasst, genau? Genau, am Knie. Also es war das rechte Knie. Ich hatte dann schon Schmerzen, war nicht mehr so gut gelaunt, laut meinen Mitfahrern. Weil es halt einfach auch der erste Tag ist. Und dann sind wir nach Donauwörth. Und da haben wir dann angehalten, wieder ein Auftritt in einer Bäckerei. Und da habe ich dann erst einmal nachgeschaut, was ist denn wirklich passiert. Also ich war leicht aufgeschürft natürlich, meine Gitarre, leider der Korpus angebrochen.
Und ich habe gemerkt, oh verdammt, die Schmerzen wären nicht besser, sondern immer schlimmer. Der Auftritt war noch toll, es wurde auch gespendet. Dann kam so ein kleiner Bub mit einer Butterbreze und hat mir die gebracht. Also da muss man gleich schlucken, weil es wirklich dann so nett ist. Aber in dem Moment war trotzdem ein bisschen die Stimmung am Boden, weil ich merkte, dass ich Schmerzen habe. Und trotzdem hast du es aber noch tapfer geschafft nach Unterringingen, nach 106 Kilometern. Und dort bist du dann in einem Gasthaus untergekommen. Und was war daran los? Ja, also dieser Punkt war ja fest ausgemacht, denn ich kenne diese Dame. Da konnten wir dann auch nächtigen, Gott sei Dank. Und ich hatte gleich mal abends noch einen Auftritt. Es wurde gespendet, gelacht und getanzt und ein bisschen was getrunken. Ich habe mich zurückgehalten. Es war wirklich toll. So viel zum ersten Tag zunächst. Und dann geht's weiter mit dem zweiten.